Hi Leute, heute geht's ums Überleben. Und zwar, ich bin nämlich gerade in Sri Lanka unterwegs. Und mir ist mal so aufgefallen, allgemein, und ich weiß, dass das ein sehr sensibles Thema ist. Und ich möchte es auch ganz vorsichtig formulieren. Und ich weiß, dass es da viele Empfindlichkeiten bei vielen Leuten gibt. Und worum es mir heute in dem Video geht, ist, dass bei den meisten Menschen es ums Überleben geht. Und zwar habe ich das vollste Verständnis für Leute, die gerade denken, sie haben nicht genug Geld oder einfach ein bisschen weniger als andere haben. Aber bei den meisten Menschen geht es nicht ums Überleben. Das ist hier auch so schön zu sehen. Im Grunde ist alles da. So. Und das klingt jetzt erstmal für manche wie ein Angriff. Das soll überhaupt kein Angriff sein. Man muss nur mal vom Bewusstsein her wirklich schauen. Es ist in dieser Welt alles in Hülle und Fülle vorhanden. So. Und es ist so einfach, ums Überleben sich zu kümmern. Und das meiste Leid, was auf diesem Planeten ist, existiert einfach nur im Kopf. Es ist Leiden wegen Kopf. Es ist kein Leiden, weil du nichts zu essen hast. Das gibt's auch und das ist nicht gut so. Und es gibt Leiden, weil jemand friert im Winter und so weiter. Und dafür habe ich auch vollstes Verständnis. Aber das ist der kleinste Prozentanteil auf diesem Planeten. Die meisten Menschen leiden in ihrem Kopf. Bei dir selber zum Beispiel, jeder, der wahrscheinlich das Video anschaut und Internet hat, überleg dir mal, wann wurdest du das letzte Mal geschlagen? Wann hast du das letzte Mal körperliches Leiden erfahren? Hast du dir mal den Fuß gebrochen? Okay. Aber wie geht's dir jeden Tag so? Das meiste Leid ist ständig nur in deinem Kopf. Vielleicht hast du dir auch vor 10 Jahren mal den Fuß gestoßen und du denkst immer noch drüber nach. Oder du hast vor 10 Jahren hatte ich mal jemand geschlagen und du denkst immer noch drüber nach. Das heißt, Dinge, die gar nicht mehr da sind, die nicht mehr existieren, die mal waren oder die noch gar nicht eingetroffen sind, wegen denen leidest du. Und genauso jetzt, um mal auf diesen materiellen Wohlstand zu kommen und das Ganze. Es ist genauso, selbst hier in so armen Ländern, wo die Leute wirklich immer Geld wollen und irgendwo dastehen, hey, die Hände aufhalten und sagen, hey, gib mir Geld, ich bin so arm dran. Selbst hier, in Marokko war es zum Beispiel so, dann wollte ich jemandem eine Tomate geben und sagte, what do I want with a tomato? Go away, have no kitchen, can't cook. So, richtig beleidigt, richtig angepisst, so, wenn du ihm was zu essen gibst. Und das sollte man mal wieder hinkommen, dass man merkt, hey, ums Überleben geht's, wenn ich was zu essen brauche, wenn ich ein Dach über den Kopf brauche. So, das war's, diese zwei Dinge, das war's. So, wenn ich eine angenehme Temperatur habe für meinen Körper, wenn ich nicht erfriere und wenn ich was zu essen habe, so, dann sind meine Grundbedürfnisse als Mensch versorgt. Aber das meiste Leid, das wir haben auf diesem Planeten, ist nicht wegen Essen und nicht wegen einem warmen Haus oder einem warmen Zuhause. Das gibt es auch, aber das ist der kleinste Teil. Heutzutage ist es wirklich so, selbst ein Banker, der 1 Million auf seinem Konto hat, rennt rum und dem geht es ums Überleben, der leidet und dem sagt, oh, wenn ich jetzt nicht mehr meinen Job habe, wie soll ich meine Familie ernähren, wie soll ich meinem Kind das geben? Genauso ist es in der Mittelschicht oder so in Deutschland, egal wo. Auch die unteren Schichten, das sind alles Wohlstandsschichten. Erste Wohlstandsschicht, zweite Wohlstandsschicht und so weiter. Auch die, da geht es dann drum, oh, aber wenn mein Kind kein Smartphone hat in der Schule, dann wird es ausgelacht. Es geht darum, vom Bewusstsein her erstmal zu erkennen, dass es dabei nicht ums Überleben geht. Hier geht es um Luxus, absoluten Luxus. Ich finde es auch schön, den Kanal von Raw Spirit, falls ihr den kennt, der hatte das mal in Videos erwähnt. Ich weiß nicht mehr, wie das Video hieß, aber da ging es darum, dass man sich
vegane Rohkost oder ich glaube vegane Kost nicht leisten kann, wenn man von Hartz IV lebt und so weiter, schaut einfach mal auf seinem Kanal vorbei, da findet ihr Massenvideos und er beschreibt es auch sehr schön und eingängig. Er hat es selber gemacht und du kannst von unglaublich wenig Geld, jetzt hat er glaube ich erst ein E-Book geschrieben, wie hieß es, Rohkost for Low Cost. Und für unter 50 Euro von Rohkost im Monat leben. Also schaut euch das mal an. Für unter 50 Euro im Monat von Rohkost kannst du leben. In Deutschland geben wir, glaube ich, nicht mal 10% von unserem Gehalt mehr für Essen aus. Für wirklich das Grundbedürfnis. Und dann kommen Leute zu mir, ja, aber veganes Essen kann ich mir nicht leisten oder Rohkost kann ich mir nicht leisten. Das ist eine Sache von dem, was es dir wert ist, so. Aber nicht leisten können, ist absoluter Schwachsinn. Um das mal klar und deutlich zu sein. Und das seht ihr zum Beispiel auch in dem E-Book so. Und wenn dann jemand kommt, auch Kinder in der Schule, und sagt, oh mein Kind, ich möchte ihm doch meine Zukunft bieten. Du bietest deinem Kind keine Zukunft, wenn du nicht für dein Kind da bist, weil du 8 Stunden am Tag arbeiten musst. Nicht 8 Stunden, aber 10, 20, was weiß ich. Damit bietest du deinem Kind nichts so. Deinem Kind ist es nichts wert. Deinem Kind ist es egal, ob das Spielzeug, mit dem es spielt, 3.000 oder 0 Euro kostet. Das freut sich an einem Stock genauso, mit dem es spielt, oder Sand, in dem es rumkritzelt, genauso wie an einem 5.000 Dollar Stift oder was weiß ich. Das heißt nicht, dass solche Dinge schlecht sind so. Aber dem Kind ist es völlig wurscht. Dem Kind geht es darum, dass du da bist für das Kind. Dem Kind geht es darum, dass du dich um das Kind kümmerst und dass es sich geborgen und sicher fühlt. Und dazu brauchst du nicht diese ganzen materiellen Dinge. Die sind ganz schön, das ist nichts gegen einzuwenden. Ist absolut in Ordnung, seinem Kind schöne Sachen zu kaufen. Warum nicht? Okay. Aber was einem dabei immer bewusst sein sollte, ist, dass es dabei nicht ums Überleben geht. So. Es geht aber nicht ums Überleben. Und auch in Deutschland, selbst wenn du nichts hast, du kannst dich auch dafür entscheiden, von Hartz IV zu leben. Das klingt jetzt vielleicht doof wieder für den einen, weil da wieder Glaubenssätze dahinter stecken. Hey, ich lebe nicht von der Stütze und auf Kosten der anderen. Okay, aber trotzdem geht es da nicht ums Überleben. Da geht es um Luxus, da geht es um Glaubenssätze, da geht es nicht um dein blankes Überleben. Und das ist das, wo man vom Bewusstsein wieder hinkommen sollte und es einfach mal erkennen sollte. Und da möchte ich auch hinaus mit dem Video. So. Genau. Aber das war's eigentlich. Und wie gesagt, ich möchte damit niemanden angreifen. Macht eure eigenen Gedanken darüber. Mich freut es auch, wenn ihr eure eigene Meinung unter das Video hier postet. Genau. Aber das ist einfach ein sehr wichtiger Punkt. Das meiste Leiden ist im Kopf und im Bewusstsein. Es geht hier nicht ums Überleben, geschweige denn in Deutschland, da braucht man gar nicht um Überleben zu reden, da braucht man nicht darüber zu reden, dass man sich irgendwie kümmern muss und was weiß ich. Genau. Also, ja, das war's für heute. Nochmal einen kleinen kurzen Einschub zu dem Video gerade. Und zwar, man kann sich auch mal fragen, wer ist wirklich arm dran? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier mal Leute in Sri Lanka anschaue oder in ärmlicheren Jobs. Diese Armut kann ein Riesengewinn für dich sein. So, wir haben heutzutage viele Jobs, du hockst im Büro rum, du fährst mit dem Auto zur Arbeit. Also wenn Leute dann sagen, oh, wenn ich den Job nicht habe, dann kann ich mir kein Auto mehr leisten und so weiter. Vielleicht wäre es für dich auch mal besser, wenn du kein Auto hast. Laufen ist das Beste, was du wahrscheinlich für deine Gesundheit mal machen kannst. Oder mal ein Fahrrad benutzen. Und all solche Dinge, da geht es wirklich nicht ums Überleben. Genauso, wenn du was machst, was dem Planeten, der Umwelt, deine Nation oder wem auch immer, deine Familie schadet, dann ist es besser, würdest du gar nichts machen. So. Das ist nämlich auch das. Oh, aber ich muss doch irgendwas machen. Ich bin doch kein fauler Arbeitsloser. Bevor du irgendwelche Jobs machst, wo du den Planeten mitsetzt, bevor du irgendwelche Jobs machst, womit du den Planeten zerstörst, ist es besser, dass du gar nichts machst. Und im Moment ist es auch so, dass die faulen Leute den Planeten retten, weil die faulen Leute, wenn jeder so produktiv wäre,
wie manche Menschen und irgendwas produzieren würde, was die Menschheit gar nicht braucht, 1000 Staubsauger, 1000 Autos, was ja auch immer wieder gemacht wird, dann kommt sowas wie Abwrackprämie, wo dann irgendwas produziert wird, wo du wieder 10-mal der Umwelt mehr schadest. So. Einfach nur Konsum, weil man denkt, immer mehr Wachstum auf einem begrenzten Planeten wäre irgendwie sinnvoll. Aber im Prinzip ist das System, was wir heutzutage fahren, wenn wir damit erfolgreich sind, mit dem, was wir machen, mit unserem Wirtschaftssystem, ist so ausgelegt, dass wir uns den eigenen Ast absägen, auf dem wir sitzen. Das heißt, wenn wir erfolgreich sind mit dem, was wir machen, dann gibt es in 10, 20 Jahren keinen Planeten mehr. Wenn jeder aktiv werden würde, so, dann 10, 20 Jahre gibt es das ja alles nicht mehr. Aber zum Glück gibt es noch faule Leute, die nur rumgammeln und einfach nicht schaden zumindest. So. In den 60ern zum Beispiel, die Leute haben dann lieber Gras geraucht, LSD genommen so, und haben rebelliert gegen ihre Eltern. Ist immer noch besser, als irgendwie zu schaden. So. Ist auch nicht toll, auf der Straße rumzunehmen und Drogen zu nehmen, aber es ist besser für den Planeten, als wenn man aktiv wird und aktiv dem Planeten schadet. So. Das ist nämlich ja, ein Punkt. Und bevor du was arbeitest, was den Planeten zerstört, bin ich froh drüber, wenn du Hartz IV nimmst und erstmal darüber nachdenkst, erstmal zu einem anderen Bewusstsein kommst. Die Menschheit hat heutzutage Mittel mit den ganzen Technologien. Das ist alles ja, viel weiterentwickelt. Wir können so viel Schaden damit anrichten und so viel Nutzen. So. Das ist wie wenn du eine Ameise bist, da kannst du irgendwo rumtrampeln, da machst du nicht viel kaputt. Aber wenn du ein Elefant bist, spätestens dann musst du mal aufpassen, wo du deinen Fuß hinsetzt. Weil wie ein Elefant im Porzellanladen machst du dann alles kaputt. Und so ist es mit der Menschheit heutzutage. Wir sind besser ausgestattet denn je. Wir haben Technologien, wir haben Techniken, alles Mögliche, mehr denn je Möglichkeiten, mehr denn je Mittel als je zuvor. Damit können wir unglaublich viel Gutes tun, aber wir können auch unglaublich viel Schaden anrichten, wenn nicht das nötige Bewusstsein dazu vorhanden ist. Das ist wie, wenn du ein scharfes Messer hast, in den Händen von irgendeinem Lausbuben, so, der irgendwo damit nur Unfug vorhat. So. Mit einem scharfen Messer kannst du unglaublich schön dein Essen anrichten und alles sehr gut zubereiten. Und ein scharfes Messer ist immer sinnvoll. Ein scharfer Verstand, Technologien ist immer sinnvoll. Wenn man es richtig anwendet, wenn man das richtige Bewusstsein dafür hat. Wenn man keine Hand hat, zack, die macht, was man möchte, die völlig ruhig ist, wenn man möchte, oder sich bewegt links, rechts, wenn man möchte, dann ist es sinnvoller, wenn man gar kein Messer in der Hand hat. So. Aber wenn man das Bewusstsein hat, wenn man eine kontrollierte Hand hat, dann sind diese ganzen Technologien und so weiter, die wir heutzutage haben, die ganzen Mittel sehr sinnvoll. Genau. Kleiner Abschwenker noch und zu Ende. Aber ansonsten macht's gut, Leute. Ciao.